Ja. Bösen Hausbomb. Eieieiei. Scheint aber soweit alles gut zu sein. Da liegt da wie ein Käfer. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich mähen muss. Jede Woche. Sonst wird es zu hoch. Ich stehe auf. Wieder auf den sauber. Jetzt einmal Vollgas über die Rampe hier. Wir haben einen Schaden. Mal gucken, was wir heute haben. Schon wieder. Freunde, wir haben schon wieder einen gebrochenen Schockschaft. Das ist jetzt der zweite. Also das scheint wirklich ein Weakness Point zu sein. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie vielleicht... Feder, oh. Keine Ahnung, die kann überall wieder sein. Letztes Mal hat ein Hund die gefunden. Gut, also wieder mal einen gebrochenen Schock, aber diesmal die andere Seite. Hier ist der neue, hier sehe ich an der Feder. Das war jetzt hier die andere Seite im Prinzip und jedes Mal an derselben Stelle, da haben sie so Monkey Metal genommen. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Naja. Leute, es ist mir egal, der hat noch 58% Akku. Ich will bashen. Da muss er halt wieder wie letzte Mal. Nur mit einem Frontschock.
arbeiten. Hey, bis gleich. Ah, der lenkt sich dann halt ein bisschen scheiße, ne? Würde ich sagen, aber egal. Das war ein gestandener Freund, ohne zu sehen. Schade, schade. Oh oh, wir haben nur noch Frontantrieb. What happened now? Okay Leute, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber das ist gebrochen und auf der anderen Seite genau das gleiche. Das kennen wir jetzt schon ein paar Mal, trotz Chassis Brace. Ich habe jetzt aber auch gerade nur einen Frontantrieb. Ich denke mal, dass sich hier hinten da die Madenschraube innen gelöst hat. Ja. Ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen fahren, bis es ganz durchgebrochen ist. Ansonsten vielen Dank beim Zuschauen bei Kuident LC mit gebrochenem Chassis, ne? Armor Creighton 4S. Das war's. Game over.